Teil 2. Sie nehmen in einer großen Stadt in Deutschland an der Premiere eines neuen deutschen Films teil und hören die Eröffnungsrede des Produktionsleiters des Films. Beantworten Sie danach die Fragen kurz in Stichworten, wie im Beispiel. Informationen, die nicht zur Antwort gehören, werden als falsch gewertet. Sie hören die Begrüßung zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich die Informationen anhören, lesen Sie bitte alle Fragen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Sie hören jetzt die Eröffnungsrede. Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich freue mich schon zum zweiten Mal in diesem Monat, Ihnen einen neuen deutschen Film vorzustellen und begrüße sehr herzlich den Regisseur des Films und drei Schauspieler, die im Film mitspielen. An diese können Sie am Ende der Präsentation des Filmes Fragen stellen. Der Film mit dem Titel Jugendjahre spielt in einem kleinen Dorf in Deutschland und zeigt, welche Probleme junge Menschen heute haben. Peter und Petra, so heißen die beiden Jugendlichen, die im Mittelpunkt der Handlung des Filmes stehen, haben Probleme mit ihren Eltern, mit der Schule und auch mit ihren Freunden. Sie sind noch sehr jung, 15 und 16 Jahre und lieben sich. Sie wollen nicht die Schule beenden und haben den Wunsch, in einer großen Stadt zu leben und zu arbeiten. Fast alle sind gegen sie, vor allem die Lehrer. Nur die Großeltern von Peter verstehen sie, weil diese auch Probleme in ihrer Jugend hatten. Als die Großmutter eines Tages ins Krankenhaus kommt, müssen Peter und Petra dem Großvater helfen. Er hat im Dorf einen großen Hof mit vielen Tieren und großen Feldern. Nach der Schule arbeiten die beiden jeden Tag bei ihm. Am Anfang ist die Arbeit für sie sehr schwer, aber nach einigen Wochen macht es ihnen Spaß, weil sie feststellen, wie dankbar die Großeltern sind. Am Ende des Films wollen die beiden im Dorf bleiben. Sie werden die Schule beenden und vielleicht den Hof von den Großeltern bekommen. Der Film ist sehr realistisch und zeigt die schöne Landschaft in Norddeutschland. Ich hoffe, dass er dem Publikum gefallen wird. Wir wollen ihn uns jetzt ansehen und freuen uns danach auf Ihre Meinung.